Guten Morgen, so dieses Mal starte ich den Vlog vom Hotelzimmer. ja, wir sind in Hockenheim, schon die vorletzte DTM-Veranstaltung leider. Das ist mir echt schnell vergangen, vor allem wenn wir wissen, dass wir jetzt haben wir Hockenheim und dann die Woche danach haben wir direkt Norrisring und dann ist schon die Saison vorbei. Ist echt schlimm und traurig, aber ich finde Hockenheim geil. Bin hier damals im Formel 4 gefahren, im Formel 3 glaube ich auch, von daher. Mal schauen, geht die Reise, das ist ein bisschen was anderes. Aber ich freue mich drauf, er sagt schönes Wetter. Ich hätte mir ein bisschen Regen gewünscht, wäre richtig geil gewesen, aber soll nicht so sein. Ist auf jeden Fall schon Freitagmorgen. Ich war jetzt gerade duschen. Wer mich kennt, weiß, dass ich jeden Morgen, wenn ich Auto fahre, meine Haare waschen muss. Deswegen ist die noch nass und ich hasse es, Haare zu föhnen. Und ja, fahre jetzt gleich an die Strecke. Haben wieder zwei freie Trainings wie immer. Und werde euch wieder mitnehmen. Der Jan ist natürlich auch dabei und filmt wieder alles für euch. Ja. See you later, Barbada. Freitag ist vorbei. Boah, ja, FP1. Also, es ist eigentlich so wie überall. Wir hatten mit Reifen sind wir relativ limitiert. Dementsprechend hatten wir alle unser Testprogramm. FP2 war, glaube ich, relativ okay. Ich meine, ich habe ein paar Punkte, die ich zu verbessern habe. Wir müssen schauen, wie wir morgen fürs Quali uns aufstellen im Setup. Aber es ist auf jeden Fall extrem eng zusammen. Das ist krass. Also, wenn ich ein Zehntel schneller gewesen wäre, dann wäre ich nochmal ungefähr 4-5 Plätze vorne gewesen. Deswegen glaube ich, dass morgen relativ eng wird im Quali. Aber Hockenheim ist eine geile Strecke heute. Für Freitag waren schon extrem viele Fans da, was echt cool ist. Und ja, relativ anstrengender Tag, um ehrlich zu sein. Durchgehend hin und her gedrückt. Aber ja, jetzt mal schauen. Ich werde jetzt gleich was essen gehen, habe noch ein Meeting und noch ein Interview und noch irgendwas. Und dann gehe ich ins Bett und mache mein Handy aus und sehe euch morgen. Guten Morgen, meine lieben Freunde. So, es ist irgendwie kalt. Ich weiß nicht, mit Jacke ist es zu warm, ohne Jacke ist es zu kalt. Das ist gerade mein Struggle. Aber ich habe nicht so gut geschlafen irgendwie. Ich bin gestern voll spät eingepennt, obwohl ich richtig fertig war. Aber egal. Die Sonne scheint und wir haben um 10.20 Uhr, 25 Quali. Es ist jetzt 9 Uhr. Ich hatte schon meinen wunderschönen Joghurt, Müsli, whatever von der Elaine. Und ja, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Quali, zwei Runs, jeweils drei oder zwei gezeitete Runden, müssen wir dann schauen. Und dann mal schauen. Das wird schon. Okay, Freunde, Johnny Fred gibt heute Gas. Und schon wieder Fans hier. Samstag und morgen auch wieder eine um 11.30 Uhr. Jeweils richtig cool mit Marco zusammen. Ja, geht gerade rückwärts, ich sehe ihn schon irgendwann auf dem Rücken liegen. Aber egal.
Ja, Quali. Oh. Es gibt geilere Sachen. Aber Rennen mal schauen, Strategie ist hier relativ entscheidend, weil die Reifendecke extrem hoch ist im Vergleich zu den anderen Rennstrecken. Deswegen wird es spannend werden. Unfall! Ja, genau. Wir sehen uns nachher, Freunde. Tschüssi. Aber ja, Rennen, ich bin von 19 gestartet, was ja nicht so geil war. Aber ich hatte relativ Glück und eine gute Linie in Turn 6 und habe da relativ viele Positionen gut machen können. War dann 11. Nach dem Start, dann war Safety Car und dann sind wir relativ früh in die Box gekommen, weil mich der Fahrer vor mir ein bisschen aufgehalten hatte. Sind auch noch im Strich 12. geworden. Wenn wir die Strategie ein bisschen besser gespielt hätten, wären wir wahrscheinlich noch ein bisschen weiter vorne rausgekommen. Aber wir haben auch so ein bisschen für morgen gerechnet, dass wir noch ein bisschen gute Reifen haben und nicht ganz fertige Reifen. Von daher 12. am Ende, was gar nicht mehr so schlecht ist. Ganz knapp an den Punkten pro Wahlwerder. Aber es sind voll viele Leute hier, auch von mir. Leute, deswegen musste ich die ein bisschen bespaßen. Und jetzt habe ich noch Interviews, 2 und eine Boxenführung. Und dann nochmal ein Debrief essen und ich werde euch dann auch noch die VIP Power Lounge zeigen. Die ist nämlich hier neu bei der DTM am Hockenheimring und auch im Nürburgring wird die sein, wo man sich Bändchen kaufen kann. Man kann sich da Karten kaufen, dann bekommt man so VIP-Bändchen, so goldene, VIP Special Guest, wo man einen eigenen Parkplatz hat, wo man, sag ich mal, einen Butler hat, der wirklich einen auf Schritt und Tritt verfolgt, wo man mega coole Tribünenplätze hat und eben Zugang zu einer Hospi. Die ist hier am Hockenheimring über den Boxen. Was relativ cool ist, gibt mega geiles Essen dort und immer wieder Fahrer, die interviewt werden, eine Liveband und einen geilen DJ. Von daher, das zeige ich euch gleich noch alles. So, wie ich schon angekündigt hatte, stehen wir jetzt hier vor dem Eingang von der neuen DTM Power Lounge, welche ja für VIP-Gäste ist. Also man kann da wirklich als Fan sich, sag ich mal, so Tickets kaufen. Das sind dann so Armbänder, die man bekommt in Gold. Die bekommt man in so einer schönen schwarzen Box, die der Jan auch schon gefilmt hat, die blende ich euch ein. Da sind dann die Bänder drin und auch ein mega nachher Parkplatz, wo man parken kann. Also da sind sogar die Leute näher als wir Fahrer. Dann wird man da abgeholt von einem Butler, sag ich mal, der einen dann hierher führt. Und die in Hockenheim ist die Power Lounge hier oben. Am Nürburgring wird die Power Lounge in der Red Bull Hospi, in der Red Bull Formel 1 Hospi sein. Also echt krass. Und es gibt da oben extrem leckeres Essen. Es gibt Alkohol natürlich. Man hat DTM Talks. Die ganzen Fahrer essen da oben. Also ihr habt auch wirklich die Möglichkeit, mit uns Fahrer zu reden und Fotos zu machen. Und uns beim Abendessen zuzuschauen, um ehrlich zu sein. An sich ist es echt cool, was die DTM hier für eine Idee hat. Ist extrem hoch das Niveau dort und ihr könnt euch hier auf jeden Fall mal ein bisschen auf der DTM-Seite darüber erkunden. I love it. Ich bin ein Fan und jetzt zeige ich euch mal, wie es da drin aussieht. We'll be right back.
geht. Aber ich packe es da jetzt halt echt relativ müde, aber ich habe noch relativ geile Pasta gegessen. Von daher, Essen ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. So, ich weiß ja nicht, ob man das sieht, aber ich wurde gerade passiert. Ich sehe ein bisschen zerquetscht aus, glaube ich. Und ich habe mein Frühstück wieder mal von der lieben Elaine. Schau mal, wie schön das ist. Ja, auf jeden Fall Sonntag. Vor dem Quali. Meine Nacht war nicht so geil, um ehrlich zu sein. Ich bin nicht so gut geschlafen. Aber mei. Es ist auf jeden Fall windig. Und manche sagen, es regnet vom Quali. Manche sagen, ich bleibe trocken. Ich bin gespannt. Aber ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Vlog schauen und Spaß. Keine Ahnung, was ich sagen soll, weil wir haben jetzt gleich Quali 2. Und ich hoffe, es wird ein bisschen besser laufen als gestern. Aber wir haben jetzt erst noch ein Meeting in 15 Minuten. Und dann umziehen, fertig machen und ins Auto. Und dann ist Quali 2 für 20 Minuten. Leider ein bisschen doof. Weil eigentlich hätte ich hinter jemand rausfahren wollen für den zweiten Satz und wir haben es irgendwie ein bisschen verpeilt und sind nicht hinter jemandem rausgefahren, war ein bisschen dumm. Aber ja, 17, also 2 Plätze besser als gestern, yay. Und ja, mal schauen zum Rennen, wird spannend. Mal schauen, ob ich ein paar Plätze gut machen kann in der ersten Runde, das ist auf jeden Fall das Ziel. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Aber irgendwie ist heute das Wetter nicht so geil. Es hat auch vorne schon getröpfelt. Mir ist heute eine Autokampfstunde, darauf freue ich mich. Ein bisschen stressig, aber es ist gut. Sonntag ist vorbei und ganz ehrlich, es war irgendwie ein Scheißtag. Keine Ahnung. Ja, mein Auto war ein bisschen schief, nachdem ich eine Berührung hatte in der ersten Runde. Und dann bin ich in Turn 6, hatte ich dann eine größere Berührung mit der Hockey. Wir müssen noch zu den Stewards, also wer Schuld hat, müssen wir dann noch klären. Für mich war es ein Rennunfall, von daher, ja, wir werden sehen. So, Team hatte leider auch ein bisschen Pech. Einer ist ein bisschen verletzt. Wir müssen schauen, wie das ausgeht, aber an sich. Gestern war cool, heute war nicht cool. Nürburgring next. Letztes Rennwochenende der DTM. Bitte like das Video, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich auf das letzte Rennen. Ja, ich muss jetzt weiter an Lausitzring, weil da das goldene Lenkrad ist. Da werde ich jetzt gleich mit dem Götz zusammen hinfahren. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und ich hoffe, euch hat das Video gefallen.